Ja, servus und hallo, liebe Freunde. Ja, was ist jetzt passiert die letzten Tage? Am Wochenende hat es bei uns mal geregnet gehabt. Eigentlich hatte ich einen Film davon gedreht, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Ja, waren bloß 3 Liter auf dem Quadratmeter. Aber immerhin ein bisschen Regen. Dem Gras hat es einigermaßen was gebracht. Nicht viel, aber... Naja, man hat schon gesehen, der Boden braucht's. Ja, nach aktuellem Wetterbericht soll es hier am Mittwoch voraussichtlich mal richtig regnen. Regenwahrscheinlichkeit bei momentan 75%. Ja, und Niederschlagsmenge haben sie jetzt gemeldet, sollen bis zu 50 Liter sein. Das wäre natürlich wieder nicht so toll. Dann schwimmt es mir unten den Humus vom Feld weg, aber das schauen wir jetzt einfach einmal. Vielleicht haben wir ja Glück und es fängt schön klar an und spült nicht ganz so, wird sich zeigen. Ja, was ist da noch aktueller Stand? Beim IHC waren ja die Reifen etwas in Mitleidenschaft gezogen von dem Grubbern auf dem abgebrannten Feld. Das ist jetzt alles an die Versicherung gegangen. Da war der Degra-Prüfer am Freitag da, hat sich das angeguckt und hat dann gleich gesagt, also da auf jeden Fall neue Reifen. Das übernimmt die Versicherung. Ja, dann mussten wir unser Angebot reinholen. Und nach aktuellem Stand, also wir haben jetzt zweierlei Angebote gekriegt. Einmal sind es Reifen von Michelin. Die haben, ich glaube, 3.500 Euro für vorne und hinten. Oder BKD, die sind ein bisschen günstiger gewesen, aber auch nicht so viel. Ja, und das Angebot ist jetzt an die Versicherung gegangen und die sagen uns dann, was drauf darf. Ist ja quasi ein Teil Selbstbeteiligung und hinten waren die Reifen ja nicht mehr die allerneuesten. Da müssen wir dann auch einen kleinen Teil selber zahlen, aber immerhin, also ich sage mal, der Großteil davon wird bezahlt. Und das ist doch auch schon mal ganz schön. Jetzt geht es hier ein wenig weiter. Bei uns ist da hinten an dem einen Apfelbaum ein großer Ast weggebrochen. Die Äpfelhäuer, die hängen recht dicht dran und recht viel. Und es war scheinbar ein wenig zu schwer. Die Bäume sind dann auch schon relativ alt. Das sieht man auch an dem Baum oben, an der Baumkrone. Die ist schon relativ ausgetrocknet, kaputt. Der da. Ja, und den Ast da, den will ich jetzt dann schnappen. Den durch meine Hühnerlunde. Dann haben die ja ein wenig so Versteckmöglichkeiten oder Sitzmöglichkeiten. Die freuen sich da garantiert auch. Zum Tragen ist er zu schwer und über den Boden schleppen wollte ich ihn auch nicht unbedingt. Dafür habe ich mir jetzt gedacht, nehme ich den Radlader und den Greifer vorne ran. Und dann fahren wir nicht mit dem schnell runter. Ja, wie gesagt, zum Astholen, da kommt immer Eigenbaugreifer zum Einsatz. Da steht das gute Stück. Und den schnappen wir uns jetzt, hängen wir mal an den Radlader und dann schnappen wir uns mal den Baum da. Thank you.
Ja, um die Schläuche noch zu machen, muss man leider immer erst entlasten. Aber dann funktioniert das normalerweise.
Gut, der Ast ist aus der Wiese. Ich mache halt da hinten die Halle wieder zu. Ja, da ist jetzt der Greifer ein bisschen schief drin steht, macht nichts. Das habe ich jetzt einmal absichtlich gemacht. Vielleicht komme ich da das nächste Mal ein bisschen mit dem Rodlorino und kann auch direkt anhängen. Ja, und jetzt habe ich gedacht, jetzt werde ich mir noch den Fußboden schnappen und gieße nochmal die Kürbis hinten, bevor die richtig große Wärme kommen, dass die nochmal Wasser kriegen. Und danach mache ich den Fasswagen gleich wieder richtig schön voll. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, die Pumpe oben, da ist letztes Mal ja kein Video davon gemacht, wie gefüllt worden ist, da war das Kabel kaputt. Da hat einen Kabelbruch drauf gehabt. Das hat mein Bruder jetzt gestern dann ausgetauscht, der ist ja Elektriker. Und ja, dann zeige ich euch jetzt dann, wie das funktioniert und welchen Schlepper nehme ich jetzt dafür, um das zu machen. Ich meine, ich hätte jetzt die Auswahl, entweder den Kramer oder, und das ist nämlich das letzte Mal jetzt gefragt worden, ob ich nicht einmal wieder einen Allgäuer zeigen könnte. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich auch mal den Allgäuer. Ja, da wünsche ich jetzt dann viel Spaß.
Also, wie funktioniert das jetzt mit der Pumpe? Ganz einfach. Da oben ist er als Blechschüssel, dass uns keiner dort Dreck reinschmeißt, dass auch nicht so viel Dreck reinkriegt. Da kommt jetzt zuerst einmal der Schlauch drauf. Oder besser gesagt, das Rohr, was das Wasser in mein Fass reinbringt. Das wäre dieses Ding. Ja, und wenn man in etwa die Richtung getroffen hat, dann kommt man auch ganz gut mit dem Rohr da ins Fass. Ja, schaut gut aus. So, als nächstes die Pumpe. Die wird einfach bloß da oben aufgesteckt. Ein wenig eine schwere Kloppe. So, dann kann ich hergehen. Den Hebel da brauche ich jetzt nicht. Das ist rühren, wenn ich unten Gülle drin habe oder wenn ich sie komplett leer mache. Kann ich da damit immer aufrühren und die Schwebstoffe vom Boden hochdrücken. Da ziehe ich einfach den Hebel an. Mache ich jetzt aber nicht. Ich will ja jetzt nicht rühren, ich will ja jetzt pumpen. Das Rohr ist drin. Man muss jetzt aber entgegenhalten, weil wenn das hochschießt, das Wasser, das ist ein wenig Druck drauf. Und dann drücke ich einfach bloß noch den Knopf, den Schalter. Ja, und mit der Pumpe, da füllt sich das Fass unheimlich schnell. Sieht man da, es dauert nicht lang, ist gleich voll. 1000 Liter mal schnell da reinpumpen, überhaupt kein Problem mit dem Ding. Ja, und da habe ich dann noch ein wenig Gießwasser. Da kann ich noch ein wenig was damit arbeiten. Wenn das Fass voll ist, dann braucht man eigentlich bloß die Pumpen ausschalten und muss aber den Schlauch im nächsten Moment da hochziehen, weil sonst saugt nämlich der Schlauch da sich fest oder besser gesagt das Rohr und zieht einem wieder einen ganzen Teil vom Wasser raus. Muss man halt immer rechtzeitig ausschalten. Ja, wie gesagt, das ist jetzt bloß Wasser, was halt vor den Regnerinnen da zusammenläuft in die Grube. Klar, es müffelt ein wenig. Das ist der Stickstoff, der da mit drin ist. Also riecht jetzt nicht wie Leitungswasser nach nichts, sondern hat schon so einen gewissen Eigengeruch. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, und das war's eigentlich schon. So schnell funktioniert es. Ich räume die Pumpe wieder auf, dann fahre mein Fasswagen weg und dann werde ich heute mal unten in der Halle ein wenig weitermachen und dann baue ich ein wenig am Bulldog, nachdem mit Heu jetzt nichts mehr ist. Mache ich ja mal unten am Bulldog weiter. Dafür habe ich eigentlich auch meinen Urlaub geplant und ja, dann passiert wenigstens da was. So, und wie ich schon sagte, am Kram ist ein bisschen was weitergegangen. Ich habe mich gestern mal dran gemacht, habe die Haube abgeschliffen. Ja, so schaut das Ding jetzt aus. Übrigens, unter die silbernen angemalten Zierstreifen habe ich jetzt geguckt. Habe ich gestern mit der Flex dann nochmal vorsichtig so ein bisschen abgelöst und habe mal geschaut. Also die waren wie bei meiner K15 Haube auch nur grün, dieses Silber, das hat einmal jemand nachträglich irgendwann beim Nachlackieren drauf gepinselt.
Im ursprünglichen Lack waren die auch bloß grün und nicht silber. Also ist mein Plan, mit dem so zu machen, wie es beim K15 war, nur in grün. Gar nicht nochmal so verkehrt, finde ich sogar dann ganz gut. Also bestätigt sich doch die Meinung, es waren halt Schlepper, die sind ausgeliefert worden, die mussten verkauft werden, die sind bestellt worden und sind rausgeschickt worden. Und ja, da ist nicht viel Wert drauf gelegt worden, ob die jetzt dann einen Designpreis oder sonst was dafür kriegen, sondern das muss funktionell sein und muss nicht optisch jetzt ohne was wie ausschauen. Ja, und natürlich, wenn das so war, dann mache ich das hier auch wieder originalgetreu, dann wird es da auch wieder nur grün, die ganze Haube. Ich finde es eigentlich so ganz schön, ich finde es schick. Also mache ich das so und ja, dann passt es. Ja, also die habe ich wie gesagt abgeschliffen. Was da jetzt dann als nächstes kommt, hier vorne sind dann ein paar Dellen drin. Die muss ich mal gucken, dass ich ein wenig rauskaut kriege. Die Schraube da, die hat keine Funktion, die fliegt raus. Das Loch da, das soll zugeschweißt werden. Seitlich hat er hier dann Löcher drin. Da waren wahrscheinlich einmal Blinker oder was oder vielleicht sogar Lichter montiert. Die gehören da aber auch nicht noch, also schweiße ich die Löcher auch zu. Und dann die Haube noch einmal grad biegen, dass die wieder schön ist. Und dann passt es. Innen eventuell noch den Halter für den Haubenhaltestab da, der Neubauer, weil der ist abgerissen, das alte drum. Also ist nur noch der Haubenhalter selber drin, diese Stange. Naja. Ja, und was gestern noch fertig geworden ist, das ist die Vorderachse. Ich habe ja gesagt, ich will von der alten K15 Vorderachse da die Blechdeckel oben drauf haben. Also die da, die sind verbunden mit dem ganzen, ja, wie nennt man es denn, Lenküberträger oder Lenkübersetzer oder, na, fragt mich nicht, keine Ahnung, wie man das Ding nennt, es ist ja egal. Auf alle Fälle habe ich die jetzt rübergebaut. Ja, das funktioniert. Die Manschetten habe ich jetzt, die guten Manschetten von hier drüben genommen und dann schaut das Ding schon wieder deutlich besser aus. Die eine kaputte Kappe habe ich ja noch ausgetauscht. Ja, da oben muss ich dann bloß noch mit dem Nadelentroster mal drüber. Und dann ist die Vorderachse auch fertig zum Lackieren. Ja, dann geht es weiter mit dem Kühler. Das Armaturenbrett dann vom anderen rausbauen. Da muss ich dann schauen, dass ich alles ausbaue vom Armaturenbrett, dass ich es lackieren kann. Und am Schluss halt dann die ganzen kleinen Teile wieder rein. Ja, und dann halt noch so Sachen wie die Kotflügel. Das wird dann die nächste Aktion waren, die dann runterbauen und dann muss ich ja von meinem alten den Überrollbügel übernehmen. Ja, und dann geht es da an den Rumpf. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen dumm, wie man sieht. Hier steht jetzt der Auto auf der Hebebühne, das wird gemacht. Ich komme jetzt dann schlecht an meine Sache heran, aber gut, es wird schon irgendwie klappen. Das haut schon hin. Machen wir erst einmal das da gar zu Ende. Aber das seht ihr dann alles im Freitagsvideo. Das kommt jetzt da nicht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ja, ein bisschen was ist wieder passiert. Ich hoffe, ich bin wieder ein paar Wünschen nachgekommen. Siehe Allgäuer oder, ja, das Feld habt ihr noch einmal gesehen. Das ist ja rumgegrubbelt nach einem Brand. Waren ja insgesamt dann 4 Schlepper auf dem Feld unterwegs und eine IHC und 3 andere. Und dann ist es alles umgegrubbelt worden. Ja, und jetzt, wie gesagt, da unten, da warten wir jetzt drauf, dass es dann nochmal regnet. Und dann wird es geackert und dann soll im Herbst Winterweizen rein. Aber wie lange das noch hin ist, wird sich zeigen. Na gut, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis Freitag. Nochmal danke fürs Zusehen und Servus.